Was sind das da für schöne Blüte? Finger weg, Marco, das ist Ginster. So, jetzt Sina, der Ginster in Nahaufnahme. Der tut immer so Pliel, das ist so im Mai und teilweise auch im Juni. Und der ist richtig schön gelb. Das sieht auch schön aus. Aber es ist Ginster. Ginster hat zwei Sachen, die echt ganz, ganz, ganz gefährlich sind. Jetzt freuen wir euch bestimmt, warum warne ich euch vom Ginster? Ganz einfach. Ginster ist zum Ende unheimlich giftig. Das heißt, egal von Blüte, Wurzel und halt auch die Blätter, wenn er dort reinkommt, das gibt Hautausschlag und das macht echt keinen Spaß. Zum anderen, die lieben halt sonnige Standorte. Und wer liebt noch sonnige Standorte? Zecke. Bei uns auf der Hangard, also bei Heimatort, wo ich herkomme, dort wird der auch Zeckebaum genannt. Das heißt, viele Zecke haben dort ihre Brutstätte drin, dann dort ihre Eier ablegen und was leider halt auch ist, die Viecher haben auch die Angewohnheit, natürlich auch Krankheiten zu übertragen. Was wiederum bedeutet, nicht an Ginstersträuche vorbeilaufen und halt, wenn es geht, nicht streifen. Und wenn da gar keine Option haben, dann tun euch bitte direkt immer untersuchen, ob die Zecke nicht irgendwo in eurer Kletter rumlaufen. Ach, gut, dass du mal das doch gesagt hast.